Die DGZRS-Station in List auf Sylt gibt es bereits seit 1882. Das erste Rettungsboot hieß Konrad. Am Samstag reihte sich der neue Seenotrettungskreuzer der DGZRS in diese lange Tradition der Rettungsboote ein. Für die Mitarbeiter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und die siebenköpfige Besatzung war das ein stolzer Tag. Das Schiff wird jetzt getauft. Einmal der Kreuzer und einmal das Tochterboot. Die Taufpatin ist Frau Die Barber für den Rettungskreuzer und Frau Detlefs für das sogenannte Tochterboot. Was bedeutet das für euch, für die Lister Seenotretter, dass heute das Schiff getauft wird? Ja, für uns ist natürlich ganz wichtig der Name. Und heute werden wir endlich Zeuge, wie dieses Schiff heißen wird, nach dem großen und langen Wettbewerb. Und wir freuen uns auf jeden Fall riesig, dass es einen Sylt-Bezug hat. Und von daher gesehen sind wir sehr glücklich, dass dieses Schiff endlich einen Namen bekommt. Sprichwörtlich auf den letzten Metern hatten im Wettbewerb Reetdach gegen Reeperbahn die Sylter die Nase vorne. Mit 10.000 Euro Vorsprung setzten sich die Insulaner gegen die Hamburger durch. Insgesamt sammelten unzählige Förderer 1,4 Millionen Euro für den modernen Seenotkreuzer, der in der Fassmerwerft in Berne gebaut wurde. Moderator Jared Die Barber, der ehrenamtlich als DGZRS-Botschafter tätig ist, brachte seine Ehefrau Fernanda de Sosa Die Barber mit auf die Insel und die hatte die große Ehre, das Schiff zu taufen. Viele Gäste und Schaulustige waren in den Hafen gekommen. Wie würde der neue Seenotkreuzer heißen? Ich taufe dich auf den Namen Peter Lünk und wünsche dir und deiner Besatzung allzeit gute Fahrt und stets eine sichere Heimkehr. Im Anschluss wurde das Arbeitsboot der Peter Lüng von Bärbel Detlefs getauft und erhielt einen Hamburger Namen. Ich taufe dich auf den Namen Michel. Ich wünsche dir deiner Besatzung Die Sage vom Sylter Peter Lüng kennt auf Sylt jedes Kind. Im Traum erschien Peter Lüng eine Gestalt, die ihm mit dem Satz lieber tot als Sklave auftrug, sich für die Freiheit der Friesen einzusetzen. Ab heute ist die Peter Lüng auf der Nordsee unterwegs und rettet Leben. Wir wünschen der Besatzung allzeit gute Fahrt.